Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Neben mir sitzt der rasende Reporter Murat. Du warst ja bereits schon unterwegs. Genau. Und er hat uns gezeigt, wie man die Gusseisentöpfe und die Bräter herstellt. Und dieses Mal ist der Murat wieder unterwegs. Auf einer Mission. Mit Papa zusammen, also mit ihrem Papa. Genau. Und zwar sind die beiden nach Denizli gereist und sie zeigen uns dort, wie man das Emailgeschirr herstellt. Genau. Dieses Emailgeschirr, die Teller, die Bleche, was das Besondere ist. Genau. Wer die Menschen dahinter sind. Genau. Ich war leider nicht dabei, aber Murat, du und der Papa, ihr seid ja ein starkes Team. Genau. Und einfach mal Transparenz zeigen, ja, wer es herstellt, wo es gemacht wird. Und damit ihr immer Ahnung habt, was machen wir eigentlich gerade? Genau. Und dann erkläre ich euch später, was die Vorteile von Email sind und was man eben auch so alles damit zubereiten kann. Also würde ich jetzt mal sagen, Film ab. Voll schön, dass du den Papa immer mitnimmst. So, jetzt sind wir in der Fabrik und das war mir ein besonderes Anliegen, euch das zu zeigen. Onur, kaç senedir yapıyorsun bunu? Emaye işini biz 91'den beri 28 sene oldu. İşletmeyi babam ve amcam birlikte ortak kurdular. 99'da baba vefat edince, 99'dan bu yana amcamla birlikte bu işi yapıyoruz. Ürünlerin, emayelerin %90'ı yurt dışına gidiyor. En çok gönderdiğimiz ülkeler arasında Fransa, Amerika, İngiltere, Almanya, Danimarka, Japonya ve Kore var. Kaç kişi çalışıyor burada? Wie viele Leute arbeiten hier? Burada 45 çalışanımız var. İnşallah daha iş gücünü arttıracağız. Daha fazla olur. Okay. Also wie gesagt, Wahnsinn, was er hier gemacht hat in den 28 Jahren. Hast du da gerade ein türkisches Interview geführt? Ja. Als ich dich vor 12 Jahren beim Papa vorgestellt habe, da konntest du nicht mal dich auf Türkisch vorstellen. Hier steckt auch ein bisschen Made in Germany drin. Ist auch eine coole Geschichte. Die ganzen Maschinen, die er hat, die kommen aus Deutschland. Die Farben, die kommen aus Deutschland. Sein Email kommt aus Deutschland. Die Türken, die lieben die deutsche Handwerkskunst extrem. Da gibt es sogar einen Spruch, den kennt jeder. Türk gibi çalış, Alman gibi bitir. Genau. Da gibt's, der Spruch heißt einfach, arbeite wie ein Türke, weil die Türken fleißig sind, aber beende es wie ein Deutscher, weil der Deutsche ist immer noch das Perfektionistische. Und das ist ein Spruch, den kennt jeder in der Türkei. Und deswegen wird Qualität Made in Germany sehr, sehr hoch angesehen. Ach, das sind deine Sprüche, wo du immer machst, gell? Nein, das sind wirklich... Ein Türke für 10 Deutsche. Jetzt kannst du einen Türke einstellen oder 10 Deutsche, sagst du immer. Wie so ein Produkt von Anfang bis zum Ende, wie das verarbeitet, bearbeitet wird, das seht ihr jetzt. Jetzt gehen wir an den Anfang und zeigen mal, wo das Rohmaterial angeliefert wird. Hier wird das Material angeliefert, das ist der Grundträgerstoff. Und das Besondere an der Qualität von Email merkt man, das ist ein 08er Material. Es wird oftmals in irgendwelchen Baumärkten oder so auch ein 06er oder 05er Material verkauft. Und 08er Material ist ein ziemlich dicker Stoff eigentlich. Und daran merkt man auch nachher die Qualität, die wir nachher benutzen können. Also es darf keine Tasse sein, wo ein Wind kommt und weht die Tasse weg. Deswegen benutzen wir 08er Material, dass es wirklich qualitativ hochwertig ist. Richtig? Evet, genau. Jetzt machen wir den Grundstoff und hier sieht man, für unsere Buchtelformen macht er hier zum Beispiel den Schnitt.
Und mit dieser Form gehen wir jetzt weiter an die Presse. Dann wird das Ding nämlich tief gezogen. Und wie Sie das machen, das zeige ich euch jetzt. So, so sieht das Blech jetzt aus. Ihr seht, der Rand ist noch ziemlich groß. Und jetzt gebe ich das weiter. Und hier wird der Rand noch gleich begradigt und zusammengeschnitten. So wie mit herrichten und hinrichten. Du sagst schon mal hinrichten, aber was heißt herrichten? Begradigt und begnadigt ist ja Ausgleich. Ja. Und hier haben wir das fertige Blech. Das ist jetzt der Grundstoff, aus dem die Träume sind und aus dem Email ist. Und jetzt gehen wir weiter an die nächste Station. Das ist jetzt der Erjanabe. Erjanabe ist ein wunderschöner Pharmacy, ein Korder Pharmacy. Und zwar, ich zeige euch mal ganz was, guck mal her, Josh. Und zwar folgendes: Das wäre jetzt viel zu scharfkantig. Und auf so Scharfkanten hält das Email auch nicht. Deswegen tun sie Email so umbiegen und dass es nicht mehr scharfkantig ist. Jetzt haben wir eigentlich die komplette Grundform schon fertig. Das ist jetzt wirklich ideal. Ist jetzt auch nicht mehr scharfkantig. Und jetzt können wir zum Veredeln gehen. Und dann schauen wir, was aus diesem Blech hier wird. Genial. Perfekt. Ciao, Ejanabe. So, jetzt wollte ich euch eigentlich schon weiter zeigen, aber jetzt gehen sie alle in die Pause. Es ist wirklich so, um 9 Uhr machen die hier eine 15-minütige Teepause. Was ist? Ich will auch Teepause. Ihr seht, es ist auch eine richtig harte Arbeit. Und was da halt für einzelne Schritte dabei ist, ist echt der Wahnsinn. Es geht von Hand zu Hand hier. Die Jungs haben die Pause verdient. Jetzt haben wir ja eigentlich die Form fertig. Und jetzt brauchen wir das Email. Und Email ist sowas Geniales. Das ist absolut natürlich. Ihr seht, das hier, das sind einfach so Glaspartikeln, so gebrochenes Glas, und das ist Erde. Und das ist wirklich Erde, das ist nichts Chemisches. Und das wird zusammen mit Wasser vermischt und dann kommt es in so eine Trommel rein und da wird es einfach zusammen richtig cool vermischt. Und dass ihr merkt, dass es Erde ist, habe ich gerade Erde gefressen. Hast du noch nie im Kindergarten Sand gegessen? Hast du noch nie gemacht? Doch, aber... Ja, siehst du, das ist nichts anderes. Und da sieht man, dass es natürlich ist. So, und Süleyman Abe hat Folgendes gemacht. Der hat noch Blaupigmente reingemacht und jetzt holt er die Farbe raus. Wahnsinn, das war's eigentlich. Absolut natürlich. Und die Farben, die kommen aus Deutschland. Ihr seht, völlig natürlich. Und soll ich es mal probieren? Nee, oder? Kommt ja blöd, oder? Das machen wir nicht, oder? Ich wollte es immer probieren. Kennst du es nicht? Hast du nicht mal alles im Mund gesteckt? Nein. Das hat bei mir nie aufgehört. Ok. Das, was ihr vorher, was ich gerade in den Mund genommen habe, das ist das gleiche, nur in Grau. Und jetzt wird meine Form, die ich vorher geholt habe, hier einfach reingemacht. Das ist sowas wie eine Grundierung. Und dass ihr merkt, dass es wirklich das gleiche ist. Guck mal hier zum Beispiel, kann ich auch in den Mund nehmen, passiert auch nichts. So, nachdem ich die ganze Farbe hier gefressen habe im ganzen Unternehmen, gebe ich jetzt dem Unul dieses Blech hier, das ist ein bisschen kleiner jetzt. Habe jetzt kein anderes gefunden. Und der Ono, der macht das hier. Und zwar tut es einfach nur eintauchen. So, du hast ja über den Tag verteilt 2 Kilo Farbe gegessen. Ohne Spaß. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Farbe gegessen wie an diesem Tag. So, jetzt tut es ein bisschen antrocknen. Und von hier geht es jetzt in den Ofen. Und dann ist eine untrennbare Verbindung. So wie wir zwei. Eine untrennbare Verbindung. Ja, das ist möglich. Ja, aber jetzt inzwischen schon, weil Scheidung wäre zu teuer. Die auseinandernehmen. Aua. So, und hier haben wir schon was Beschichtetes. So, bist du auch was Coltman? Coltman, Coltman. So, könnte ich den ganzen Tag den Ofen bestücken. Boah, ich muss schneller arbeiten. Wahnsinn, da musst du echt Power haben. So, und so geht es in den Ofen rein. Ich kann gar nicht reden und arbeiten gleichzeitig, weißt du das? Und so geht es in den Ofen rein und kommt fertig gebrannt auf der anderen Seite schwarz schon raus.
Wie viel Grad hat der Ofen? Katsch der Lege. Also über 850 Grad hat dieser Ofen. Und der Onur, der bekommt Ende November, Anfang Dezember einen neuen Ofen, einen viel, viel größeren. Weil inzwischen produziert er nur fast ausschließlich noch für uns. Also über zwischen 40% und 60% seiner Auslastung machen wir schon aus. Wahnsinn, oder? Das nennt man deutsche Maschine, oder, Josch? Deutsche Maschine? Ja, ich? Ja, Schwäbische Kugelroboter. Zeig mal deinen Pass. Nein. Zeig mir mal deinen Pass. Ich habe ihn noch nicht. Also wenn irgendwo in Deutschland zweite Wahl auftaucht, dann mache ich's. Übrigens, wenn ihr das nicht kanntet, das ist so eine Cezverdelle, nicht mehr? Das nennt man Cezverdelle, das ist zum türkischen Mokka aufzukochen. Ja, ich weiß, Jasper ist ausgesprochen. Mein Gott. Ich nehm's zurück, dass du türkisch kannst. Ja. Ich nehm's zurück. Mein Gott, wie hieß das nochmal? Cezverdelle. Cezverdelle, ja. Nicht Cezverdelle. Ah, ich kenne einen, der heißt Enver. Vielleicht kommt's daher. Okay. Wahnsinn. Hello, Susanna. Super, macht echt gut. Wahnsinn. Ihr seht, da muss man richtig eine coole Handfertigkeit haben. Das ist ein cooles, eingespieltes Team. Er hängt immer die Haken hin, er hängt das Ding auf und er holt es raus. Und dann nehmen die es mit Handschuhen natürlich und legen es hier drauf. Allein da würde ich schon scheitern, das Ding so zu stapeln, dass es nicht umfliegt. Jetzt stell dir mal vor, du hast die ganze Arbeit gemacht und dann kommt irgend so einer im Vollpfosten, wie ich, aus Deutschland und haut das Ding einfach um. Wahnsinn. Jetzt haben wir die Emalgrundierung drauf und diese Pfännchen hier, die bleiben natürlich nicht schwarz. Und jetzt kommt noch die Veredelung mit verschiedenen Farben, das heißt innen drin weiß, außen gelb. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. So, das ist jetzt unsere Form, die ist aus dem Backofen gekommen. Und das gebe ich jetzt Muhtar Demabi. Und zwar Muhtar Demabi ist hier der Lackierking sozusagen. Und jetzt bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel. Und zwar wollen die meisten ja innen drin eine weiße Beschichtung haben. Das ist auch die gleiche Farbe, die ich in den Mund nehme. Trotzdem haben sie ihren Mundschutz. Und der Muhtar Demabi tut das jetzt mal richtig schön lackieren. Und das macht er alles per Hand. So. Das ist jetzt auch die Farbe und diese Email schmeckt immer noch gleich, nur dass es ein bisschen grobkörniger ist. Mein Gott, hey. Diese Szene habe ich immer schon zweimal gedreht. Ich habe schon mindestens 2 Liter Email gegessen heute. Ihr habt gerade gesehen, Muhtar Demabi hat gerade innen drin alles lackiert. Ich rede immer vom Lackieren. Lackieren hört sich immer nach Chemie an, ist es aber nicht. Der hat alles abgespritzt sozusagen. Und jetzt kommt es, jetzt wird es aufgehängt und dann kommt es in den Ofen bei über 850 Grad. Allein nur, damit es innen drin weiß aussieht. Salih Abi und ich, wir nehmen jetzt die Formen von hier und das nennt sich Izgara. Izgara ist auf den Grill sozusagen. Und jetzt tun wir alles schön rein. Du musst da vorsichtig sein, weil es darf keine Schläge geben. Dorubo. Salih, der lacht sich halt schief, verstehst du, ich bin zu langsam. Choki aber schon, Kusadawak. Ich glaube, wenn ich hier drin arbeiten würde, würde ich kein Geld verdienen. Mein Gott, ey, ich bin zu blöd, um das Ding aufzuhängen. Ich probiere es aber trotzdem, ich gebe nicht auf. Guck mal, da musst du echt mit den Händen aufpassen. Man darf nicht an den Rand hinkommen, weil sonst wird er sofort dunkel und dann müssen sie nochmal drüber lackieren. Was so einfach aussieht, ist gar nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Ihr seht, jetzt geht das Tor zur Hölle auf. Die waren noch nicht hier bei dir zum Arbeiten. Hier, jeden Morgen. Das ist die Hölle. Ja, genau. Und nach 7 Minuten kommen die Backformen gebrannt raus. 850 Grad, richtig schön draufhalten, Josch, ist richtig heiß. Wenn ihr diese Bleche daheim habt, egal was für Emaile daheim habt, schaut mal hier in diese Kordel rein.
da habt ihr immer, da sind sowieso vier Löcher. Das hat jedes Email gut hat es. Und zwar sind es gerade diese Dinger hier, das siehst du, wo das Ding aufgehangen wird. Okay, jetzt ist es aus dem Ofen rausgekommen und es ist noch richtig heiß, warm ist. Und ihr seht, innen drin ist jetzt komplett weiß und außen dieses Anthrazit. Aber damit sind wir noch nicht fertig, weil wir möchten es ja vielleicht außen grün oder gelb haben oder Petrol in den verschiedenen Farben. Wenn wir das machen, dann gehen wir jetzt nach hinten. Das hat der Buchthelm-Abi jetzt angemalt, lackiert und wieder mit der Farbe. Ich könnte jetzt wieder dran lecken, aber ich mache es diesmal nicht. Und wie gesagt, jetzt kommt es doch mal in den Ofen, das muss ich euch nicht noch mal zeigen. Und dann kommt es nämlich so raus. Perfekt. Wird viel, viel dunkler und dann kommt es wirklich so raus. Und dann ist es schon fertig. So, ich habe jetzt hier ein Anthrazitblech, das Petrol ist noch im Ofen, aber hier kann ich es euch zeigen. Jetzt kommt eigentlich der letzte Schritt der Veredelung und zwar kommt noch dieser Sally-Button drauf. Jetzt habe ich das drauf gemacht und jetzt kommt es wirklich nur wegen diesem Logo, geht es jetzt nochmal in den Ofen, wird nochmal gebrannt. Und am Ende, wenn es im Ofen drin war, kommt es raus und sieht dann so aus. Und das ist natürlich wichtig, das ist unser Produkt. Wir haben hierfür die Formen bezahlt und wie gesagt, das ist unser Brand. Und das Produkt ist jetzt eigentlich fertig. Aber ihr seht, es wird viermal gebrannt. Wie viel Mal es in die Hand genommen hat, das ist eine richtige Handarbeit, eine richtige Manufaktur, was der Onno hier macht mit seiner Familie. Und da gibt es aber noch was ganz, ganz Besonderes. Das will ich euch auch mal gerne zeigen, wie viel Handarbeit noch drinsteckt. Man kann auch verschiedene Designs machen. Das machen wir aber erst nächstes Jahr. Und die Designs will ich mal zeigen, da ist wirklich absolut alles handgemacht und alles ein Unikat. Hier sind wir der Ali, der macht hier wirklich Unikate. Das heißt, er tut jeden Becher mit Hand mit dem Email bespritzen. Mit verschiedenen Farben. So, jetzt macht es gerade einen Haken drauf und hängt es dann hier wieder auf diesem Grill auf und dann geht es dann in den Ofen und wird nochmal gebrannt. Und so sieht der Becher aus, wenn er fertig ist. Eigentlich richtig cool, oder? So ist er noch vor dem Brennen und so nach dem Brennen. Und guck mal, hier hat er es richtig cool gemacht, seht mal. Den stecke ich mir ein. Nach Deutschland. So, jetzt zeige ich mal was richtig Geniales. Also das hat mir jetzt wirklich gefallen. Ich bin eigentlich mehr der Typ, der so Unifarben macht, aber der Hallel macht was richtig Geniales. Guck mal, ich gebe dem Hallel jetzt mal gerade dieses Blech. Das gibt es bei uns auch. Das ist dieses Pizzablech. Hallel, Abi. Jetzt passt mal auf, was der macht. Jetzt nimmt ihr hier gerade Luft und tut es ein bisschen verstreuen. So, jetzt warte mal ab, wie das aussieht, wenn es im Ofen drin war. Da kommt es nämlich raus. Kann ich schon zeigen, Josh, wie es aussieht? Und zwar, wenn es im Ofen war, kommt es wirklich so raus. Guck mal, das sieht richtig genial aus. Und hier hat er es mit Grün gemacht. Sieht auch cool aus, oder? Und hier nochmal mit dem anderen Grün. Also ich finde es einfach genial. Und jedes Einzelne, wie es der Hallel hier macht, ihr seht es hier. Wow, wie so eine Kraterlandschaft. Und wie gesagt, nach dem Brennen kommt es so raus.
Finde ich auch eine geniale Art, etwas zu veredeln. Da sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ihr seht, alles ist ein Unikat. Saumäßig viel Handarbeit. Und absolut, das ist absolut wert. Wahnsinn. Hier werden auch unsere Teekannen gemacht, also der Wasserpott. Das Tolle daran ist natürlich, dass sie induktionsgeeignet sind, weil es einfach metallisch und innen drin trotzdem eine Glasbeschichtung hat. Das heißt, das Wasser schmeckt nicht metallisch. Da werden doch die Hälse von der Teekanne geschweißt. Ja. Schweiß. Mit Hand, wirklich, ja, ohne Schweiß. Ja, das haben sie bei dir erkennen. Hier wird jede Teekanne, die wir herstellen lassen, unsere Email-Teekanne, per Hand zusammengesetzt und zusammengeschweißt. Gerade diese Hälse hier werden alle per Hand geschweißt und zusammengefügt. Und das ist wirklich genial, es ist absolute Handarbeit. Was ich auch ganz cool finde, das ist natürlich eigentlich gang und gäbe, dass die Mitarbeiter immer Essen bekommen. Egal wie groß die Firma ist, der Inhaber bezahlt immer das Mittagessen. Das ist übrigens bei uns in der Firma, bei Sallys Welt auch so. Lüg doch nicht! Hier, können wir weitermachen bitte, ich möchte nicht mehr mit Ihnen diskutieren. Und auf jeden Fall, der Onur macht es wirklich so, alle seine 40, 45 Mitarbeiter, was er hat, die kriegen jeden Tag Essen geliefert. Das heißt, zur Mittagszeit hocken sie alle zusammen in der Kantine und essen zusammen. Und das ist natürlich kein eigentlich gang und gäbe. Was wir jetzt ja auch gerade machen, wir probieren auch neue Dinge aus, neue Farben. Zum Beispiel auch eine neue Farbe, was aber erst Anfang nächsten Jahres kommen wird, wird dieses Pink sein. Dieses leichte Rosé-Ton und vor allem dieses Grün. Und da geht es dann mehr in so eine helle Richtung. Und wir probieren hier jetzt auch gerade mit dem Onur zusammen Farben aus. Welche Farben sind die kommenden Trends, in welche Richtung hier uns gehen. Und ich finde es sehr, sehr natürlich. Oder hier natürlich das Petrol, das kennt ihr schon. Und ich finde dieses Matt richtig genial. Dieses Matt ist aber momentan nicht die Farbe. Das ist das Ungebrannte, das ist gebrannt. Und so sieht es aus. Da probieren wir gerade neue Farben aus, neue Formen. Und ich bin mal gespannt, was in nächster Zeit auf uns zukommt. Was definitiv auch kommen wird, sind rechteckige Formen, also rechteckige Backformen aus Email. Das wird unser nächstes Ziel sein. So, jetzt sind wir fertig. Ich habe jetzt alles mal angeschaut, habe mit Onur auch noch ein paar Farben abgesprochen, ein paar neue Designs, die dann erst nächstes Jahr kommen werden. Aber mir war es einfach wichtig, dass ihr mal seht, wo was etwas hergestellt wird. Viele Unternehmen machen das nicht, zeigen auch nicht diese Transparenz. Wir haben hier nichts zu verbergen. Das sind Menschen, die wir kennen und auch gern und die auch liebschätzen inzwischen. Und Freunde. Der Papa, der hat auch mal ein paar Tränen verdrückt, weil er sieht, was seine Tochter hier macht. Und ich glaube, ich fange auch gleich an zu weinen. Bei meinem Papa, das sieht man einfach, der war wieder... Der hat voll, die ganze Zeit geweint. Der war so stolz. Ich finde das einfach genial, der war einfach stolz drauf und deswegen habe ich auch mitgenommen. Onur, alla razo osu, bizi çok mutlu ettin, çok da duygulandık gerçekten. Ja, nochmal vielen Dank, habe ich ihm gerade gesagt, dass er uns alles gezeigt hat. Almanya'da herkese sevgiler, saygılar. Okay, und ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Und wir gehen jetzt und Sally soll zeigen, was man mit dem alles machen kann, okay? Also, bis gleich. So, und hier ist es nun fertig. Das in Waghäusen. In Waghäusen, viele von euch haben es jetzt schon. Ja. Aber das ist diese Mini-Form. Die gar nicht Mini ist. Ja. So viel Moral. Ja, genau. Ja, da ist es, unser Emailgeschirr. Und Emailgeschirr ist jetzt nichts, was wir erfunden haben. Das gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Das hat die Oma schon immer benutzt, weil es wirklich auch ein sehr einfaches und natürliches Material ist. Murat hat ja erklärt, es ist einfach nur Metall mit Glas. Und der Vorteil ist einfach, dass man es wirklich auf jedem Herd benutzen kann. Zu Omas Zeiten gab es noch kein Induktionsherd, aber das Geschirr ist induktionsgeeignet. Ihr könnt es auf jedem Herd benutzen, auch im Backofen und sogar auf dem Grill. Und vor allem ist es sehr hygienisch, denn man hat hier wirklich eine glatte Glasbeschichtung und die ist geschmacksneutral, aromaneutral. Das heißt, ich kann darin heute einen herzhaften Auflauf machen mit ganz viel Knoblauch und trotzdem das Ding auswaschen
und dann später einfach Nusszopf drin backen, genau. Oder was Süßes, buchteln, und der Geschmack überträgt sich einfach nicht. Ganz einfach zu reinigen. Ihr könnt es auch wirklich eigentlich in der Geschirrspülmaschine reinigen, aber da sage ich immer dazu, ihr kennt es ja wahrscheinlich von Glas, dass das Glas nach einer Zeit matt wird. Es liegt einfach daran, dass die Geschirrspülmaschine viel Salz und dieses Geschirrspülmittel verwendet und natürlich auch Glasspüler, und das greift einfach Glas an und irgendwann wird es ein bisschen matt. Also entweder im Glasprogramm waschen und wirklich sehr schonend. Ich empfehle aber trotzdem immer einfach kurz bei Hand reinigen. Ich will einfach, dass es schön glänzend bleibt und nicht mit der Zeit matt wird. Genau, es gibt Sachen, die tut man nicht in die Spülmaschine, wie ja. Messer zum Beispiel auch. Gusseisentöpfe. Das sind einfach Dinge, die liegen mir am Herzen und deswegen stelle ich sie da einfach nicht rein. Was ich auch ganz gut finde, ist es wirklich kratzfest. Ihr könnt darin, wenn ihr hier was Herzhaftes gebacken habt, wirklich mit einem Messer drin schneiden. Oder mit dem Pizzarad. Ich würde es allerdings dem Messer zuliebe nicht tun, denn mit Messer auf Glas schneiden macht natürlich das Messer stumpf, aber nicht die Form kaputt. Und wie gesagt, könnt ihr auch ein Pizzarad nehmen. Ja. Und einfach, wenn ihr darin die Pizza gebacken habt, mit dem Pizzarad direkt die Pizza schneiden. Könnt ihr auch machen. Und was auch ganz praktisch ist, und das ist auch echt ein Vorteil von diesem natürlichen Material, ihr könnt mit dem Schneebesen drin rühren, ohne dass was abgekratzt wird, wie bei Teflon zum Beispiel. Genau. Oder auch bei Alu. Alu ist oder auch, nicht auch bei gerade Kunststoff, gesund. Wenn du diese Fäden siehst. Kunststoff. Und hier könnt ihr wirklich drin rühren. Es kratzt keine Glasbeschichtung ab. Es kann natürlich irgendwann sein, dass ihr optische Kratzer bekommt, weil einfach dann das Metall hier Spuren hinterlässt. Aber ich sage halt auch immer dazu, ganz ehrlich, das sind Gebrauchsgegenstände. Ja. Ich will, dass es außen schön glänzend bleibt, deswegen spüle ich es per Hand. Aber innen, ich meine, da ist ja immer was zu essen drin. Und ansonsten einfach nicht fallen lassen. Und nicht stoßen. Und nicht stoßen, weil es, wie gesagt, wie Glas ist. Nicht kaputt. Aber wenn mal was passiert und ihr habt wirklich dann so einen kleinen Stoß gemacht und es blättert was ab, dann ist es nicht schlimm. Ihr könnt es einfach weiter benutzen. Ja. Und vor allen Dingen ist auch alles handgemacht, ja. Und ein Unikat. Also jedes einzelne Teil, was ihr habt, egal ob Ofenform, ob Tasse, ob Schälchen oder große Schale, ist wirklich per Hand gefertigt und per Hand auch farbig gemacht. Genau. Ich finde es halt immer noch faszinierend. Im Video habe ich das ja gesehen, wie erst das Ganze weiß gemacht wird und dann macht er die gelbe Farbe drauf, genau. Und hier der Rand bleibt trotzdem weiß. So, bevor wir es noch vergessen, das sind die aktuellen Farben, die es jetzt momentan gibt. Und es gibt sogar inzwischen alles mit Punkten. Das habt ihr genau, euch auch gewünscht. Das habt ihr euch auch gewünscht. Voll viele wollten diese Punkte haben. Das ist so ein klassisches Retro-Design. Ja, und die Punkte machen wir einfach immer auf diese tiefe Ofenbleche. Genau, bei den Teekannen gibt es sehr, sehr viele Farben. Das sind nur zwei Beispiele. Ja. Und was jetzt ganz, ganz neu kommt zu Ostern, was ich euch versprochen habe, sind diese Pastelltöne, ja. Aber wirklich erst zu Ostern. Genau. Das heißt, warte dann noch einen Monat darauf. Aber ansonsten ist jetzt alles da. Ja, und die gibt es dann auch mit Punkte und ohne Punkte. Genau. Und das sind, glaube ich, auch viele Farben, die euch gefallen. Mir gefallen sie sehr gut. Und was wir uns dann auch überlegt haben, war allgemein, das versuchen wir immer zu machen, bei der Verpackung zum Beispiel auf Recyclingmaterial zu achten. Das heißt, genau. Nicht zu viel Verpackung, kein Kunststoff, kein Plastik, ganz, ganz wichtig. Und so sieht es natürlich aus. So hängen sie nachher auch überall. Deswegen mussten wir auch hier im Innern, weil sie wirklich auch zum Beispiel in Österreich beim Interspar hängt, muss es natürlich festbleiben, denn wenn es da runterfällt, geht es halt wirklich kaputt, wenn es aus 2 Meter Höhe runterfällt. Und deswegen haben wir da natürlich Etiketten dran. Das kann man hier kurz zeigen. Das ist auch eine der meisten Fragen. Und zwar hier sind diesen Klebestreifen. Der ist, ich muss sagen, das war nicht toll gewählt. Weil viele machen jetzt diese Verpackung weg, dann hängt noch diese Etikett dran. Und da müsst ihr mit dem Föhn hingehen, einfach mit dem Föhn, und dann könnt ihr es einfach abziehen. Also da müsst ihr wirklich nicht lang rummachen mit dem Wasser oder so, sondern geht einfach hin. Sobald nämlich das Blech warm wird, könnt ihr das Etikett ganz einfach lösen. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Okay, wichtig war es jetzt mir persönlich in dieser Serie, was ihr auch schon in das Display habt, das Gusseisen-Video schon gesehen, dass ihr eine völlige Transparenz habt, dass ihr wisst, wer es herstellt, wo es hergestellt wird und auch die ganze Arbeit dahinter seht. Oftmals ist es so, man schätzt Dinge nicht wert, es ist einfach nur, liegt irgendwo rum, man weiß gar nicht, wie es produziert wurde. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wie viele Schritte das sind, wie oft es lackiert wird, wie oft es gebrannt wird, wie viele Menschen das in der Hand haben. Das war mir das Wichtige, dass ihr immer mal seht, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Ja. Und demnächst kommt wieder ein neues Video. Seid darauf gespannt. Ja.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre toll, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Genau. Und wenn ihr noch weitere Infos wollt zum MI-Geschirr, dann schaut einfach auf meinem Technikkanal vorbei. Da habe ich ein eigenständiges Video dazu gemacht. Ich erkläre euch das Geschirr, ich zeige euch ein paar Beispiele, was man drin machen kann, wie man es pflegt und reinigt. Und ja, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich muss echt sagen, Murat, ich bin sehr stolz auf dich. Denn du bist wirklich wie so Murat, der fliegende Reporter. Ja, war cool. Hat auch Spaß gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße aus Senise übrigens vom UNUR. Und er ist selber sehr, sehr stolz drauf. Die Sendung mit der Maus wird jetzt ab sofort die Sendung mit der Murat. Macht's gut. Tschüss.